Du musst da sein, weil, und jetzt kommt der Trick, dann kommst du in diese Position, wo der Schläger auf der Ebene ist und die Hände etwas höher. Und von dieser Position ist es möglich, die Hände zu senken, etwas flacher zu werden, damit du den Ball von innen nach außen schwingen kannst. Ich mache einen Schwung vor und vielleicht kannst du sehen, was ich dir gleich sagen werde. Und da habe ich wirklich schön Power durch den Ball gespürt. Und ich habe den Ball und dann den Boden getroffen. So, was ich jetzt gemacht habe, ist Folgendes. Nachdem ich den Schwung richtig gestartet habe und den Schläger hier auf der Ebene bekommen habe, habe ich den Schlägerkopf gespürt. Meine Vorstellung war, dass der Schläger das gemacht hat. Nur wenn man den Schläger locker genug in der Hand hält, dann wird das passieren. Aber jetzt bei der Slow-Motion-Aufnahme wirst du sehen, dass ich hier einfach alles gesenkt habe. Dieser Winkel ist geblieben und ich bin so runtergekommen. Was genial ist, war von hier kann ich meinen Körper drehen und nach vorne schwingen. Das ist auch meine Erfahrung, dass wenn der Golfer dies kann, dann beugt er ganz leicht den Handrücken, dass der Schläger eher leicht geschlossen ist und nicht offen im Treffermittel. So, wenn du nächstes Mal auf die Range gehst, guck, dass du den Schläger vorne hast, in diese Position kommen, der Schläger ist leicht gelegt, zeigt leicht nach links, dann spür das beim Abschwingen, einfach locker in den Händen sein und dann mach deine Drehung und release die Hände durch den Ball. Ich mache es ein letztes Mal und meine Gedanken sind da und dann drehen. Und von hier hat man das Gefühl, ich kann jetzt nach rechts durchschwingen. Und was du wahrscheinlich sehen wirst, ist ein schöner, langer rechts-links-Ballflug. Okay, so das ist irgendwas für dich, das ist für jeden Golfer, egal was dein Handicap ist, hilfreich. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.